Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Das ist ausnahmsweise mal wieder in Deutsch, weil ihr habt schon drauf gewartet, ich die Story weiterlesen werde. Deshalb werden die Haare jetzt erstmal hochgebunden, damit die mir nicht ständig ins Gesicht fallen. Solltet ihr gar nicht wissen, worum es geht, schaut mal in die Infobox. Da ist der Prolog verlinkt und ich lese jetzt Kapitel 1. Ein halbes Jahr später. Schleifend zog ich meinen roten Koffer mit den weißen Punkten hinter mir her in Richtung Check-in. Okay, wir scheinen uns an einem Flughafen zu befinden. Meine Eltern folgten mir auf dem Fuß. Mein Vater trug netterweise meinen riesigen Backpacking-Rucksack, der allerdings erst zur Hälfte gefüllt war. Meine Mutter würde für 2 Wochen mit nach Kanada fliegen und meine Tante, ihre Schwester Cassie, besuchen. Vor Ort würde ich ihr dann den Koffer überlassen und meine Sachen in den Rucksack umpacken, den wir extra für meinen Work-and-Travel-Auslandsaufenthalt gekauft hatten. Ich muss direkt sagen, schlechte Entscheidung, Kanada auszuwählen. Ich war noch nie da. Ich weiß nicht, wie die Story weitergehen soll. Mit einem ungesunden Halbwissen. Zuerst stand da auch Australien. Das wäre auf jeden Fall schlauer gewesen. Allerdings habe ich es geschrieben, bevor ich selbst nach Australien gegangen bin. Also wusste ich da über Australien auch noch nicht so viel. Eine halbe Stunde später umarmten wir meinen Vater zum Abschied und gingen dann durch die Sicherheitskontrolle. Er wünschte uns und besonders mir viel Spaß und ließ uns dann ziehen. Das klingt so dramatisch. Meine Mutter betrachtete mich besorgt, als wir wenig später in der Abflughalle saßen und darauf warteten, an Bord gehen zu können. »Zieh doch nicht so ein Gesicht«, bat sie mich. »Oder sag mir, was los ist. Ist es wegen Lauren?« die erste Reference. Ich zuckte zusammen, als ich den Namen meiner toten Freundin hörte. »Es ist nur...« Ich schwieg einen Moment lang, bevor ich weitersprach. »Ich verlasse...« Super, ich den Namen meiner Heimatstadt genommen. Cool. »Ich verlasse...« »Das erste Mal seit...« »Du weißt schon...« »Seit Lauren gestorben ist«, beendete meine Mutter meinen Satz. Ich spannte unwillkürlich meine Muskeln an. »Sie ist nicht gestorben, Mama.« Ich senkte meine Stimme ein wenig, als ich bemerkte, dass die Leute um uns herum uns anstarrten. »Sie wurde umgebracht«, flüsterte ich. »Erstochen, wenn du es genau wissen willst.« Okay, neue Information. Erschrocken starrte meine Mutter mich an. Nicht, weil sie diese Information zum ersten Mal hörte. Wir aber. Ich auch. So fühlt sich zumindest an. Sondern, weil ich zum ersten Mal darüber sprach. Auch mir fiel das in diesem Moment auf. Und Tränen bildeten sich in meinen Augenwinkeln. »Ach, Emmy«, sagte meine Mutter unbeholfen und nahm mich in den Arm. »Alles wird wieder gut, das verspreche ich dir«, murmelte sie in meinen Haaransatz hinein. »Nein, das wird es nicht«, wollte ich sagen. Aber ich bekam mal wieder keinen Ton heraus. »Ja, Emmy, das sehe ich auch so, du bist auf jeden Fall keine schlagfertige Person.« In diesem Moment wurde unser Flugzeug aufgerufen. Erleichtert, der Situation zu entkommen, wischte ich mir die Tränen vom Gesicht und erhob mich. »Komm«, sagte ich an meine Mutter gerichtet. »Wir dürfen einsteigen.« Auch sie schien erleichtert über die Ablenkung zu sein und erhob sich ebenfalls. Ich drehte mich um und lachte erstaunt auf, woraufhin meine Mutter mich verwirrt von der Seite anschaute. »What is happening now?« Ganz schön schnelle Gefühlswechsel. Kinda relatable. Sie schien sich zu fragen, Kara. Das ist aber nicht korrekt hier. Sie schien sich zu fragen, was denn jetzt los war, aber sie tat es nicht. Oder sie schien fragen zu wollen? Dieser Satz ergibt keinen Sinn. Vor uns in der Schlange stand Jakob, Laurens Tanzpartner vom Abiball. What is he doing there? Auch er trug einen großen Backpacking-Rucksack auf dem Rücken. Als er mein Lachen erkannte, zumindest vermutete ich das, ich glaube, das war's. Ich glaube, an dem Lachen hat er dich jetzt erkannt. Drehte er sich zu uns um, weil du vorher so nett zu ihm warst. Ja, ihr habt viel zusammen gelacht auf jeden Fall. Du meinst, jetzt kommt der Name. Emilia Sliver? Rief er überrascht aus. Jacob Hapan? Erwiderte ich. Was sind das für Namen? Ach so, Jacob? Ja, ich glaube Jacob. Ich glaube, das ist alles sehr American hier. Auch wenn ich nicht übermäßig erfreut war, ihn zu sehen, da ich gerade hatte versuchen wollen, die Stadt und meine dortigen Erlebnisse hinter mir zu lassen, schlich sich ein winziges Lächeln auf mein Gesicht. Jake, wie er von allen genannt werden wollte, sah heute überhaupt nicht aus wie ein Nerd. Ja, das ist natürlich wichtig, ne? Er hatte seine hellbraunen Haare nicht gestylt, sodass sie aussahen, als wäre er gerade erst aufgestanden. Und seine Brille hatte er anscheinend zu Hause gelassen. Ja, ich glaube auch, der reist jetzt ins Ausland und seine Brille lässt er dann zu Hause liegen. Das erscheint mir logisch. Kontaktlinsen,
sagte er grinsend, als er bemerkte, dass ich ihn musterte. Als hätte er meine Gedanken gelesen. Klar, erwiderte ich, ebenfalls grinsend. Sag bloß, du machst auch eine Reise durch Kanada, fragte ich und deutete auf seinen prall gefüllten Rucksack. Du etwa auch? Er wirkte ehrlich erstaunt. Gekränkt über sein Erstaunen, sagte ich, hättest du wohl nicht von mir erwartet, was? Schnell hatte er sich wieder gefangen und wollte etwas erwidern, aber meine Mutter kam ihm zuvor. Ihr müsst mal weiterlaufen, sagte sie und deutete auf die Lücke, die sich hinter Jake gebildet hatte. Wir schlossen schnell zu den anderen Fluggästen auf und konnten wenig später bereits an Bord gehen. Jake saß deutlich weiter hinten im Flugzeug als wir, sodass wir unser Gespräch nicht fortführen konnten. Ich musste seine Antwort wohl bis zur Landung abwarten. Ja, Freunde der Nacht, das ist schon alles. Dann kommt Kapitel 2 und das ist noch nicht geschrieben worden. Back to the Intro-Outro-Hairstyle. Ich bin ehrlich mit euch, ich weiß nicht, wann ich oder ob ich es schaffen werde, das weiterzuschreiben. Und wenn ich es weiterschreibe, ob das dann noch so lustig wird. Weil das natürlich auch davon lebt, dass meine Teenager-Gedanken da irgendwie so drin stehen. Ich könnte natürlich versuchen, das nachzuahmen. Ist die Frage, wie gut es dann wird. Ich könnte es versuchen, allerdings wird es wohl nicht so super bald sein. Lasst mich gerne wissen, wie sehr ihr die Geschichte weiterhören wollt. Letztes Mal war die Resonanz echt groß, was mich natürlich auch freut. Es ist ja auch irgendwie lustig. Oder ob ihr sagt so, nee, guck lieber, ob du noch andere Geschichten hast von damals und die dann vorliest oder alte Tagebucheinträge oder so. Das kann ja auch sehr unterhaltend sein. Da habe ich auf jeden Fall auch schon interessante Sachen gefunden. Und dann gibt es vielleicht hier zwischendrin so eine kleine Comedy-Vorlesestunde. Einfach so zum Entertainment. Das gehört ja eigentlich jetzt gar nicht mehr so zu den Inhalten meines Kanals. Aber es macht mir ja auch Spaß, diese alten Sachen zu lesen und mit euch zu teilen. Und gerade wenn ihr euch dann da so amüsiert und unterhalten fühlt, dann freut mich das natürlich auch. Deshalb, ja, wisst ihr Bescheid, wie die Situation ist. Lasst mich wissen, worauf ihr Bock habt oder eben auch nicht. Und wir sehen uns dann im nächsten Video, würde ich sagen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Thank you.